Moin Leute, herzlich willkommen zur 13. Folge von Minecraft Exit. Die 13 ist ja normalerweise eine Unglückszahl. Wir werden daraus heute aber eine Glückszahl machen, denn uns fehlen noch 3 Wither-Köpfe. Hallo Manuel, hallo hallo Samuel, hallo Mordato. Manuel ist Manuel, heute doppelt dabei. Hallo Manuel, ja genau. Wir sind heute zufrieden. War das nochmal? Ja, ist irgendwie ein komischer Muluch. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf 3 auf den Server. Nee, auf. Auf 0. Ja, genau. 3, 2, 1, 0. Timer gestellt. Oh Gott, ich bin nicht mal draufgegangen. Ja, ihr merkt schon, ich bin immer noch ein bisschen verplant. Das liegt ja daran, dass ich erstens doof krank bin und zweitens doof, ja. Das, ja. Willst du. Was, Junge, was? Bisschen feig. Ah, komm, wir haben keine Zeit, Manuel. So, wir müssen jetzt hier direkt gucken. Ja, toll, Bann. Oh, ich muss leveln. Denn wir brauchen immer noch den einen Plünderungsschlüssel. Stärke, Schlag, Bann. So, warte mal. Ich werde jetzt einfach mal, ich crafte mir mal einen Bogen, denn den brauche ich so oder so noch. Ja, ja. Hallo, Mordado. Hallo. Ihr seid schon im Nether? Ja, ich brauche noch ein paar 30 Level, ich komme zurück. Okidoki. Ich habe einen Faden hier. War hier nicht noch irgendwo? Bitte. Bin ich blind, blöd, beides? Ach, hallo. Hallo. Wir haben es heute alle mit dem Sprechen, ich sehe schon. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Wir sind alle nervös. Hier sind die Fäden. Ja, ich bin wirklich ein bisschen nervös. Nächste Folge, sterben wir vielleicht. Hatte nicht irgendeiner von euch gesagt, man kann einfach Fackeln an die Bücherregale setzen, falls die Verzauberungen nicht passen und so ein bisschen durchscrollen? Ja, genau, dann als ob es den Bug noch geben würde. Was heißt Bug? Es ändert sich ja einfach nur. Das Zauberlevel. Das ist ja kein Bug. Ach so. Ah. So, wenn du Mordado halt keine Level verbrauchen, bis er gleich sehr hohe Zauberung findet. Warte mal, ich kann ja auch meine Rüstung verzaubern. Nee, macht ja keinen Unterschied, ob ich Stufe 1 oder Stufe 3 verzauber. Zack, Lapis. Also die dritte Stufe, ich verbrauche ja aber du kriegst die andere vorgeschlagen, meine ich. Ach so. Schutz. Zack. Oh, Schutz 2 Haltbarkeit. Oh Gott, ich habe mein Dingens gedroppt. Komm schon. Plünderung. Ganz. Warte, ändert sich die bei dir, Paluten? Teste mal. Leg dein Schwert rein. Ich habe jetzt meinen Bogen reingelegt, ja? Genau, und jetzt legst du neue rein? Ist was anderes da oder? Nee, ich glaube nicht. Ist immer noch Haltbarkeit. Ja, gut, dann geht es nicht mehr. Also da hat sich, glaube ich, nicht großartig was verändert. Da muss man halt einen Block davor setzen. Ja, dann ändern sich wahrscheinlich echt nur die Stufen davon. Okay, warte mal, Rüstung muss ich ja so oder so verzaubern. Haltbarkeit, schusssicher ist Mist. Dann gucke ich Bogen, Haltbarkeit, das ist auch Mist. Warte, ich brauche noch ein Schwert, um es zu verzaubern. Du bist Mist. Haltbarkeit. Hey, warum bin ich Mist? Ja. Nur weil ich dich am Anfang der Folge ein bisschen geschlagen habe? Ja. Das tut dir mal ganz gut. Was, Alter? Ja, du brauchst. Geil, Alter, Schläge! Egal, Schutz 1 ist besser als nix. Können eigentlich noch. Was können wir noch? Ja, warte, ich mach das. Tricks? Wir haben ja hier nur Scheiße. Ja, mach das, Schärfe, erklärt das. Scheiße, warte mal, ich muss mein Schwert auch noch Diamanten. Ja, geil. Bücher, oh, stimmt, ich habe immer die Bücher gar nicht nachgeguckt. Stärke, aber egal, das ist. Du Müllhaufen! Ja, sorry! Stärke 2. Flamme? Nee, Flamme bringt's echt nicht. Was? Was hast du für mich? Musikdisc und da ist ein Schallplattenspieler an der Wand. Alter, krass. Play die Mucke. Ja, warte, ich play die Mucke. Wo, da, oh Gott. Oh Gott. Ja, warte, ich mach die Mucke rein, Alter, ich mach die Mucke rein! Ist das meine Platte oder eure? Hätte ja auch eine. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein cooles Sound. Mann, es kann doch nicht wahr sein, dass da nichts Geiles draufkommt. Schärfe, Stärke. Doch, glaub an dich. Lol, da ist einer. Verbrennung? Was will ich denn mit Verbrennung? Oh Gott, Witz. Ich werde angegriffen. Geh mal, let's play. Och nein, was machen die denn da? Feuerschutz, Haltbarkeit. Ach, ich packe jetzt einfach Feuerschutz drauf. Wir haben keine Zeit, so. Feuerschutz 1, falls die Hose brennt. So, zack. Alter, irgendwie passt die Musik gerade voll gut. Wenn ihr so hippe Musik habt, dann komme ich auch mal vorbei. Ja, die Mugge ist echt geil. Du musst echt vorbeikommen. Oh, da steht ja eine Kühe in der Tür. Eine Kühe. Schau mal, ist da eine Kühe. Oh ja, pack ich da. Schärfe 2 packe ich da notfalls auf mein eines Schwert. So. Sweeping. Ey, wie selten ist das? Ich hab Looting 1. Jawohl! Ja, endlich! Alter, verdammt! Und noch Fire-Aspekt dazu! Jetzt brauchen wir nur noch. Sorry. Level zum Kombinieren. Okay, und ich brauche noch was. Ja, ich hab noch. Ich hab 15.
Ja, warte mal, dann kann ich noch auf meinen Bogen was draufpacken. Dann kann ich da was, Unendlichkeit und so. Manu, hast du die Schwerter? Ja, ich komme. Stärke, ich würde nämlich gerne gucken, wie viel es kostet. Und je nachdem davor noch mein anderes Schwert verzaubern, wenn es reicht. Auf höherer Stufe. Bücher, komm schon. Mann. Aber jetzt muss ich doch gar nicht mehr so sehr drauf achten, oder? Nee. Oh, Verbrechen. Jetzt musst du einfach die besten Verzauberungen für den Kampf für dich holen. Jetzt darfst du wieder Spaß haben. Okay, yay. Und der Bogen wäre halt ganz... Also Bogen ist gegen Wimmer halt top-notch. Ja, ich hab jetzt Stärke 2 Unendlichkeit, habe ich jetzt heute. Ja, das ist super. Da, okay. Ich bin im Portal, kleinen Moment. So, ja, warte mal, dann muss ich ja nur noch gucken, dass mein Diamantschwert eine geile Verzauberung bekommt. Ja, toll, Schärfe 1. Da brauche ich auf jeden Fall noch irgendwas Besseres. Aber mir gehen die Level aus. Warte. Kommst jetzt her! Warte. Hab ich hingelegt. Jetzt hab ich bald ein kleines Problem. Werde nämlich bannen. Dann mach mal. Jetzt hab ich da Nemesis der Gliederfüßler drauf. Wenn ich's jetzt falsch verzaubern würde. Dann müssen wir dich alle umbringen. So schwer ist es nicht. Dreh's aber bitte immer rum, um zu gucken, wie es günstiger ist. Oh, könnten wir ein Bücherregal? Weil ich hab nur noch Level. Oh Gott, ja, warte, dann ja, können wir so oder so. 16 Level kosten heißt, davor verzauber ich einmal noch mein Dia. Ich hole mir noch ganz schnell einmal, dass ich Level 8 mache. Das ist dann alles kein Problem. Ich würde mir gerne einen Bogen machen. Haben wir noch ein String irgendwo rumliegen? Ich hab ein String. Nee. Doch, ich hab einen. Ein Tanga? Ich hab einen String. Yeah. Hab ich jetzt auch gerade an. Alter. Ja, ich krass, das, ich weiß. Palute. Ja, hier habe ich kurz ausgezogen, bitte sehr. Oh, danke. Bitte, Zombie. Alles kein Problem. So, dann hole ich mir nochmal ganz schnell Level. Da waren sicherlich noch irgendwas, damit ich vielleicht noch irgendwie mein Dia sperrt. Warte mal, wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben noch 7,5 Minuten. Wir sind eigentlich gut in der Zeit, Leute. Okay, dann nice. Habe ich. Alter. Schade. Hat sie noch ein Dia-Schwert habe ich jetzt noch? Und hat sie noch irgendwer Bücher? Da vorne. Ja, ich hätte Bücher. Ja, ich hab noch 5 Bücher. Warte, ich werf dir ein paar raus. Ja, gib mal. Wie wirf? Welche Taste? Ach, ja, du. Muss ich hier hoch? Nein, ich meine richtige Bücher. Verzauberte. Hä? Mit was? Ach so, mit... ich hab ja, nur mit irgendwelche mit Schutz oder so. Ja, geil, Alter. Ich muss noch meine Rüstung... So, stell mal hier runter. Boah, ich merk ich schon wieder, Sweeping wieder... Edge Buch. Willst du das haben? Was ist denn jetzt eigentlich? Hat irgendjemand mal nachgeguckt, was dieses Sweeping Edge ist? Ist es einfach mehr Cleave-Schaden? Weil es klingt ja so ein bisschen Sweeping und Edge und... Ja, das ist, glaube ich, dieser Flächenschaden einfach mehr. Okay. Warte, ich mache das Looting-Schwert hier in die Kiste über dem Crafting-Table. Ja, damit kann ja einer... Wer zuerst losgeht, der kann das ja mitnehmen. Okay. Dann gehe ich gleich, aber ich mache noch ein, zwei Sachen kurz. Ja, ich muss noch meine Rüstung auf jeden Fall verzaubern, sonst sterbe ich einfach. Ja, ihr müsst euch dann alle opfern für Aslak Pedersen. Und der dann räumt dann am Ende auf. Oh, ja, genau, Amos kaputt, ups. Schutzschilde. Oh, ich hab schon neun. Warte. Ja. Oh, geil, Alter. Maschine. Alter. Ey, Manu, schau mal in die Kiste über dir. Oh, das klingt richtig gut. Da kannst du also irgendwas aus dem Bogen machen? Sorry. Irgendwas Stärke Cooles? 2. Nee. Hast du irgendwie Unendlichkeit? Oh. Nee, ich hab gar nichts. Ich hab Unendlichkeit. Ich hab einen Stärke 1 Bogen, Junge. Wen fragst du hier? Ach, Mann. Haben wir denn genügend Pfeile über... Au! Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, halt Unendlichkeit haben. Warte, dann mach ich noch das. Nee, ja, klar, so. Aber der hat ja nur einer. Wo war das Schwert? Oben. Über dem Crafting Table. In der Looting Kiste. 3. Feueraspekt, Knockback, was hat denn das alles? Oh, Mist, ey, von ist ein Gas. Ja, ist halt eine Kombination. Ist ein Mischmasch. Ein Schmeid. Schmeid. Ist Schmeid nicht gut? Ist eigentlich ganz spannend. Gegen Zombies war das gut, glaube ich. Vielleicht auch gegen Skelette, gegen Untote, glaube ich, allgemein. Und dann ist es eigentlich ganz gut. Ist denn der Wimmer? Ich denke mal, wir... Verzauber noch irgendeiner. Hallo, ich Zombie. Ich werde gleich noch meine Rüstung verzaubern. Ach so. Hey, hier ist ja eine Nieterfestung. Ja, wie komme ich denn da hin? Komme ich da bestimmt irgendwo oben lang? Ja, da zauberst du dich hin. Mach Genki da mal rein. Der Gas gerade über dem Portal? Ja, der chillt da ein bisschen. Ich gehe schnell rein. Na dann. Tschüss, Zombie. Er schießt. Ich hoffe, du hast ein Feuerzeug. Ja, ist Zombie tot? Ja, Zombie ist tot. Zum zweiten Mal ist er gestorben. Rip. So, jetzt muss ich mal gucken. Palum, brauchst du Essen? Ob ich Essen brauche oder hab? Ja, nee, brauchst. Ja, ich bin immer, also Essen nehme ich eigentlich immer sehr gern. Dankeschön. Brot, ein paar Kniff. Oh, Alter. So, wie lange habe ich noch? 5 Minuten, okay. You can do it every you really. Und so war der Haltbarkeit, Rückschuss, Bann, das ist alles Mist. Mal hier drauf. Oh, Schärfe 2, ja toll. Können auch mehr Köpfe gleichzeitig droppen? Mit Looting? Schätze ich mal. Oh, da sind ja 26 Köpfe. Oh, ist es even real life? Hat jemand noch Lapis?
Irgendjemand hat du hast alles rausgeworfen. Das war dull hier. Ey! Leere Kisten, ja, es war ein Dankeschlag, Menü. Ach so. Heute verteile ich Schläge des Dankes. So, Justierschwert. Das ist aber nett. Wenigstens Schärfe 1. Besser als nix. Ganz ehrlich. Zack. Ja, gut, aber du hast ja den Bogen. Und ich habe Sweeping Edge. Alter, Mili. Nimm mal die Eimer mit. Ja, danke für die Mili. Hätte ich Milcheimer mitnehmen sollen? Ja. Egal. Ja, ich bringe ganz... kann ja einer mitbringen. Ja, ich bringe ganz viel Mili. Ich mach gerade alle. Okay, ich Alter, wie viel Müll wir hier drin haben. In Stärke, wir sind solche Müllhaufen. Schutz. Warte mal, ich könnte doch nochmal hier, wenn ich vielleicht noch Glück habe. So, gucken wir mal hier rein. Schärfe, Stärke. Stärke 2. Hab doch hier Schutz. Schärfe 2. Ach nein. Warte, ist da ein Stärke 2 Buch? Ja, ich habe ein Schärfe 2 Buch. Ach so, ich habe Stärke gedacht, sonst hättest du es mit deinem Bogen kombinieren können. Oder ich habe ja ein paar Devils. Ich habe gerade mal Stärke 1, also. Schutz 1. Ich guck hier nochmal schnell rein. Mist, so, ich gehe dann auch in die Hölle. Krieg ich, glaube ich, gar nichts mehr. Ich komme jetzt auch in die Hölle. Ich habe jetzt genug, ich habe irgendwie 20 Milcheimer. Ja, das kriegen wir hin, Leute. Ich glaube auch an uns. Wir haben jetzt auch nur noch 3 Minuten 16. Oh Gott. Ich wiederhole. Ja, wohin sollen wir denn? Ich zeig's dir. Ich weiß, wo es lang geht. Oh ja. Komm hier. Ja. Zombie, hast du da den Weg? Oh Gott, ich werde beschossen. Nee. Da, wie du nur das Geräusch hörst und schon sagst, ich hab einen. Zombie! Ich hab einen Kopf! Du bist eine Maschine! Ja! Eine Zombie-Maschine! Hat mich niemand getroffen. nehmt euch, Manuel, nimm dir ein Beispiel. Lauf! Ja, was denn? Ich zeig dir den Weg, läuft erstmal im Kreis. Ich glaube. Wollen wir den dann, wenn alles klappt, wenn wir die Köpfe bekommen, im Nether? In der Hölle? Oder? Ja, das ist ja, da können wir uns direkt begraben. Nee, wir spawnen den einfach neben der Kuh. Unterirdisch. Neben der Kuh, die Kuh. Sollte ich das schon mal vorbereiten, dass wir echt die Idee umsetzen, die ich da im ersten Part geäußert hatte? Oh, Manuel, hast du Blöcke? Unterirdisch. Ist ja, halt sehr gefährlich, wenn er so. Der kann dich halt wegbomben, ist die Sache. Ja, aber unterirdisch ist immer noch besser als überirdisch. Der kann uns auch wegbomben. Überirdisch, ja, das halt war die beste Taktik für Manuel, bau hoch hier. Ja, womit? Ja, hast du okay. nichts? Ja, doch, ich kann auch. War verarscht, Alter. Aber die offizielle Taktik ist doch eigentlich die erste Hälfte mit dem Bogen machen und die zweite mit dem Schwert. Ja. Ich muss auch sagen, ich weiß es nicht. Ich find's halt so lame, wenn wir den so unterirdisch so komisch bekämpfen. Ich weiß natürlich nicht, ob unterirdisch ist beschlossen. Ne? Ja, das stimmt. Also wir stimmen einfach ab. Kommst du? Ja, ich bin da. Oder wir könnten auch die Zuschauer abstimmen lassen. Ja, das ist doch weil dann haben wir nicht die Schuld. Ja, geil. Ja? Hier ist ein Power 2 Bogen. Noch in der Kiste. Oh, okay. Ja, den habe ich da reingelegt. Ja, wollen wir den kombinieren mit dem Infinity-Bogen, weil wir haben halt keine Pfeile. Ja, ich habe Pfeile, 40 oder so. Oh, okay. Ja, ich habe ausgesorgt. Vorsicht, gut. Also, es ist dein Bogen, Samuel. Ich habe den da reingelegt, dass ich den mit Paluten kombiniere. Ach so, nice. Okay, das hört sich sehr, sehr gut an. Hier was? Dann gucke ich, ob ich hier noch ein paar Level mache, damit der auf jeden Fall zusammen. Pass auf, wenn er nicht runter. Oh, ich habe einen Sattel gefunden. Ja, nice. Wir haben schon einen. Ich kann mir. Du wirst abgeballert. Ja, ich merk's. Tschüss. Tschüss. Lass uns hier längs. Aber hier, ich sehe hier momentan absolut keinen Willi. Da ist doch eine Festung. Wo? Da hinten. Okay, ja, dann lauf. Wir dürfen uns aber nicht verlaufen. Ja, wo ist denn Klombe? Weil es ist hier gerade schon wieder teamorientierungslos. Ich bin in der Nether-Festung. Ja, wir auch, in zwei. Ja, aber Zombie ist wahrscheinlich in der anderen. Wo siehst du denn hier noch eine Nether-Festung? Da hinten. Wo hinten? Hier geradeaus, hier von mir aus. Hä? Da ist noch ein Skelett. Da ist ein Bein. Lol, ich hab's geprinkt. Alter, du bist ne... Oh, warte, ich ist mach, gestorben, aber kein Kopf. Ach, Mann. Kopf. Aber egal, wir haben zumindest Kopf. Einen. Das ist besser als nichts. Da fehlen nur noch zwei Dinger von denen. Die schaffen wir. Ich glaube an uns. Ich glaube das. Achso, genau. Dann sage ich, liebe Zuschauer, stimmt mal bitte jetzt oben ab. Sollen wir den unterirdisch bekämpfen oder sollen wir den auf die YOLO-Molo-Art? Spiel mit dem. Hä, wo bist du hin, Manuel? Ich bin weggelaufen. Ich brenne gerade, Hilfe. Wir haben noch 10 Sekunden, um Gottes Willen. Oh Gott. Stimmt ab, Leute. Hier ist ein Skelett, hier ist eins. Wo bist du? Ich weiß nicht mal, wo du... Ich bin wieder zurückgegangen. Ach genau so. Da, wo wir herkamen. Ja. Eine Sekunde. Oh Gott. Wieso macht's bei mir nicht Bimmel? Ich gehe auch raus. Oh Gott, ich brenne gerade. Mach doch. Hat's auch aufgehört. Genau, gehst rein und stirbst dann im nächsten Partner. Was stimmt denn mit diesem Telefon nicht? Wieso machst du...
nicht bimmeln. Böses Telefon. Also den Satz hättest du auch noch ohne Husten beenden können. Ja, guck jetzt, jetzt. Und jetzt steht da, Timer abgelaufen, da oben kann man sehen. Und vor... Also das ist wirklich skandalös. So, mach, dass du wegkommst. Keine Ahnung, was mit dir... Jetzt mach tschüss. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Am morgigen Tag wird gefightet um Leben und Tod. Ja. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut unbedingt bei Zombie German Let's Play und Maudado vorbei. Die sind alle ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Das lohnt sich bei allen dreien. Wenn ihr es noch nie getan habt, tut es. Jetzt. Bitte. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Köpfe!